Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Tauschpaket-Video für euch, denn die liebe Soraya vom Kanal Soraya Ali und ich haben uns zusammengetan und haben einen Wert von 30 Euro ausgemacht und jeder hat dem anderen ein Paket geschickt und ich habe dieses hier von der lieben Soraya bekommen und ich bin schon so gespannt darauf, was hier drin sein wird. Falls ihr sehen möchtet, was ich der Soraya geschickt habe, ich habe mich übrigens nicht so ganz an die 30 Euro gehalten, aber schaut wie gesagt auf jeden Fall vorbei bei ihr. Ich werde euch den Kanal von ihr und auch den Videolink in die Infobox setzen. Also, falls ihr sehen möchtet, was ich ihr geschickt habe, schaut da gerne vorbei und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Unboxing. Ja. So, ich habe jetzt so eine kleine Nagelschere. Ich habe irgendwie gerade keine große gefunden. Deswegen werden wir das jetzt mal hier mit aufschneiden, aber ich glaube, das klappt ganz gut damit. So, ich habe das Ganze jetzt geöffnet und sie hat mir das Ganze in eine Glossy-Box gepackt, die rot ist. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Sowas habe ich bisher auch noch nie gesehen, dass eine Glossy-Box rot ist. Ich hatte bisher nämlich nur eine silberne bisher in so einer Special Edition und eine rosane. Also Soraya, die Box ist mega cool. Vielen Dank schon mal dafür. Und mich erwartet hier drinnen schon ein Zettel. Ich zeige euch das mal hier ganz kurz und ich werde den Zettel natürlich zuerst vorlesen. Und hier steht, Hallihallo Zuckerpuppe, ich hoffe dir geht's gut. Ich habe dir all meine Lieblinge in diese Box gelegt und wünsche dir ganz viel Spaß damit. PS, das Kokosöl ist super als Hautpflege, auch wenn, was steht hier, auch wenn? Ich verstehe mir nicht, was sie damit meint, aber... So, wir beginnen mit dem ersten Produkt, was mir hier ins Auge fällt. Und zwar ist das hier, oh mein Gott, Soraya... Ich muss gerade so lachen, das wollte ich mir ungelogen vor 2 Tagen beim TK Maxx holen. Und jetzt schickst du mir das. Oh mein Gott, ich wollte das unbedingt haben, weil das so süß aussah. Das ist nämlich ein Beauty Blender in so einer mega süßen Verpackung. Und beim TK Maxx gab es wirklich mega viele. Da gab es so Häschen und Kätzchen. Und ich wollte auch unbedingt diesen Lilan hier holen, aber dachte mir dann, nee, du hast echt zu viel. Komm, lass es einfach. Und jetzt freue ich mich gerade voll, dass du mir das geschickt hast. Und die sind von der Marke The Cream. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du den auch vom TK Maxx hast, weil... wo sonst gibt es so coole Produkte, ne? Also Soraya, vielen, vielen Dank. Ich freue mich gerade mega darüber und bin schon gespannt, ob der mir genauso gut gefallen wird wie der Beauty Blender. Dann haben wir hier noch Kokosöl, wie schon im Brief angekündigt war. Und zwar ist das dieses Kokosöl hier von DM und ich finde das voll cool, weil ich habe bisher noch nie Kokosöl bei mir zu Hause stehen gehabt. Und das werde ich auf jeden Fall mal für die Körperpflege und auch für die Haare mal ausprobieren. Und werde mir so ein paar Kokosöl-Hacks-Videos anschauen hier auf YouTube. Also das kann ich auch wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Dann hat die liebe Soraya mir noch Wimpern geschickt. Solche einzelnen, die finde ich voll cool. Von der Marke House of Lashes. Und das ist ja wirklich eine super, super gute Marke für künstliche Wimpern. Und ich habe da bisher noch nie bestellt. Aber total viele hypen das total. Deswegen freue ich mich schon, die auszuprobieren. Wenn ich auf irgendein Event gehe oder so, da klebe ich mir ja so ab und zu mal Wimpern an. Auch wenn ich darin nicht so ein Profi bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat sie mir noch Lashes von Red Cherry geschickt in der Nummer 43. Die hatte ich auch schon, war ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Und ich finde die auch ultra, ultra schön. Also Soraya, du hast auf jeden Fall meinen Geschmack getroffen. Dann habe ich hier drinnen noch ein Puder von Ellen Beatrix. Das ist so ein loses Puder und das kommt mir gerade recht, denn meine Mutter hat sich das nämlich genommen und hat mich gefragt, ob ich ihr das denn schenken könnte, weil sie es so gut findet. Und jetzt habe ich endlich ein zweites. Das Ganze sieht so aus und ich finde das super, super gut zum Baken. Und das gibt es in der Drogerie bei Max Factor, könnte ich meinen, in der Abteilung. Und ich wusste das damals gar nicht und habe mir das dann bei Amazon bestellt. Also Soraya... auch hier wieder vollkommen meinen Geschmack getroffen. Ich liebe das. Also Leute, wenn ihr ein gutes, günstigeres Puder sucht zum Baken, dann kann ich euch nur das hier empfehlen. Das trocknet zwar so ein bisschen die Haut aus, aber sobald man das Ganze mit Fix Plus oder so fixiert, ja... ist das Ganze wieder schön frisch. Also das hier liebe ich total. Dann haben wir hier noch von NYX eine Eyeshadow Base. In der Farbe SB05 oder so. Ich könnte meinen schon. Was anderes steht hier, glaube ich, nicht drauf. Und das ist so eine schwarze Eyeshadow Base. Ich packe das jetzt mal gerade kurz aus, um das mal abzuchecken. Ja, aber ich habe gar nicht so viele. Ja, in schwarz. Warum rieche ich eigentlich dran? Ja, wie gesagt, das ist so eine schwarze Eyeshadow Base. Und ich hatte bisher noch nie eine schwarze Eyeshadow Base. Könnt ihr mir das glauben? Aber die lässt sich bestimmt super, super gut für irgendwelche krassen Smoky Eyes verwenden.
Jetzt habe ich noch zwei Sachen hier drin. Und zwar ist das zum einen von Essence ein Lip Liner in der Farbe 06 Satin Mauve. Und das ist wirklich mein allerliebster Lip Liner. Wer meine Videos schon länger verfolgt, müsste das eigentlich auch wissen. Das ist wirklich der beste Lip Liner, den es in der Drogerie gibt. Also meiner Meinung nach. Auch die Farbe, die ist perfekt. Das ist wirklich, ja, der beste Lip Liner. Ohne Witz, Leute. Und der kostet auch nur 1 Euro, glaube ich, oder 95 Cent. Und dann haben wir hier noch eine Ultra Matte Lip Cream von Trend It Up. Und die habe ich auch schon, aber ist ja nicht schlimm. Dann landet das hier einfach in meiner Handtasche. Und das andere bleibt einfach in meiner Schublade. Und zwar ist das die Farbe 045. Und die sieht so aus. Und die sieht wirklich Candy K von Kylie Jenner sowas von ähnlich. So, Leute, das Paket ist jetzt leer. Und ein großes Dankeschön an Soraya. Soraya, du hast absolut meinen Geschmack getroffen. Und ich hoffe natürlich, dass dir mein Paket genauso gut gefällt, wie mir deins gefallen hat. Und falls euch da draußen jetzt interessiert, was ich der Soraya geschickt habe, dann schaut auf jeden Fall mal in die Infobox. Da verlinke ich euch natürlich ihr Video und auch ihren Kanal. Und da würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr sie abonnieren würdet. Das ist wirklich eine super süße Maus. Und immer wenn wir zusammen unterwegs sind, es gibt immer so viel zu lachen. Ich sag's euch, Leute. Und ich würde sagen, ich schwätze gar nicht mehr weiter drum rum. Schaut bei Soraya vorbei, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Und das ist auch schon morgen, merke ich gerade. Also bis bald. Ciao.